Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat sein Grundkapital um 10% aufgestockt. Die gut 7 Millionen neuen Aktien wurden in einem beschleunigten Platzierungsverfahren ohne Bezugsrecht der Altaktionäre bei institutionellen Investoren platziert. Und zwar zu einem Preis von 10 Euro je Aktie. Auch Milliardärin und Großaktionärin Susanne Klatten hat sich an der Kapitalerhöhung beteiligt. Die Haltefrist für die neuen Aktien beträgt 90 Tage. Am kommenden Freitag werden die Papiere erstmals in die Notizen einbezogen. Durch die Kapitalerhöhung fließt Nordex ein Bruttoemissionserlös von knapp 74 Millionen Euro zu. Das Geld will der Konzern für weiteres Wachstum, Forschung und Entwicklung sowie zur Stärkung der Eigenkapitalquote verwenden. Außerdem sollen Schulden zurückgezahlt werden. Nach einer ersten Schockreaktion konnte die Nordex-Aktie die Verluste im Laufe des Handelstages wieder eindämmen. Dass sich das Papier über dem Platzierungspreis von 10 Euro halte, sei ein gutes Zeichen, heißt es auf Händlerseite. Auch die Commerzbank kann die Kapitalmaßnahme nachvollziehen. Hauptsorge bleibe aber die nur begrenzte Cashflow-Stärke von Nordex. Die Einstufung lautet halten. Das Kursziel von 11 Euro bietet nur minimales Aufwärtspotenzial.